Ja, hallo erstmal von uns auch eine Seite und danke für das zahlreiche Erscheinen heute hier. Ja, wir sind Social Packer, ein Projekt von und für Jugendhakt. Sie fragen sich wahrscheinlich, was ist Social Packer? Klar, es ist ein soziales Medium, deswegen steht ja auch Social vor dran. Aber es ist natürlich kein normales Medium, wie Sie es vielleicht alle kennen, wie WhatsApp oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, was Sie alles benutzen. Aber es ist kein normales, es ist etwas anderes, etwas Besonderes, deswegen sind wir auch hier. Und zwar geht es darum, dass wir mit einem Foto, also mit unserem Handy, mit unserem Foto, Fotoapparat von unserem Handy, scannen wir unsere Namensschilder, die wir hier bei Jugendhakt bekommen. Und erkennen dann die Skills, also die Erfahrungen, die die jeweiligen Teilnehmer haben und haben dort ein Profil. Das können wir dann auslesen und wissen direkt, wer ist das. Weil sonst vergisst man das natürlich immer, ne? Man begegnet hier täglich jeden Tag Leute und man kann sich nicht alle merken. Das ist klar und deswegen haben wir das gemacht als Vereinfachung. Dann können wir das scannen, gehst zu ihm hin, scannen das und schon wissen wir, ah, okay, er kann das und das. Okay, brauche ich ihn? Brauche ich ihn nicht? So, das ist natürlich für andere Jugendhakt-Veranstaltungen ganz gut. Wir hatten am Anfang ein großes Problem, wie man wahrscheinlich gerade schon gehört hat, wir sind sehr viele, wir sind eine große Gruppe, 14 Leute. Nachdem wir dann entschlossen haben, wir teilen sie in vier Gruppen auf, die einmal Backend und Frontend machen, das bedeutet also einmal das Hintere mit dem Programmieren und einmal das, das für den Benutzer auch schön aussieht, man müsste ja auch schön haben, ne? ja, das Ganze hatte eine Idee, die wir grundsätzlich dann aufgeteilt haben in vier Gruppen, wie schon gerade gesagt und... Ja, ich würde mal sagen, die erste Gruppe kann auch gleich direkt anfangen, was vorzustellen. Das sind nämlich die ganzen Handyspezialisten. Ja, wie gesagt, die Apps, die wir entwickelt haben, sind für speziell für Jugendhakt und sollten natürlich auch einfach zu benutzen sein, denn es soll schnell gehen, ich soll schnell erfahren können, wer was kann. Wir haben sowohl eine Android-App als auch eine iOS-App unterstützt und ursprünglich war es eben das Ziel, dass man mit beiden Apps schnell die Namensschilder scannen kann und sofort alle Informationen bekommt. Das hat bei Android auch sehr gut funktioniert, werden wir gleich auch mal demonstrieren und die iOS-Gruppe wird gleich nochmal erklären, warum es vielleicht bei Ihnen nicht ganz so toll funktioniert hat und dann Sie mehr zu einem anderen Konzept übergegangen sind. Ich werde jetzt einmal versuchen, das Ganze zu demonstrieren. Wir haben hier vorne schon ein paar Namensschilder auf so einen Karton geklebt. Marvin startet mal eben das Handy, sodass ich auch alles streamen kann. So, Marvin kommt mal eben hier rüber, filmt mein Android-Handy, was man hoffentlich erkennt. Anders haben wir es leider nicht hingekriegt. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier... Oh, sorry, hat er schon die Denise erkannt, die ich auch scannen wollte. Hier vorne sehen wir die Denise und zack, da ist sie. Da steht zum Beispiel unten ganz klein, ich kann eating Pizza. Kann man vielleicht kaum lesen, aber immerhin, es stehen ein paar Skills da. Zum Beispiel kann man jetzt hier auch nach bestimmten Skills suchen. Zum Beispiel suche ich mal nach Android. Also nach der Fähigkeit, eine Android-App zu entwickeln. Und dann finden wir schon mal den Nils Bayer und auch mich, den Simon. Das wäre natürlich noch ausbaufähig, dass man jetzt direkt mehr Informationen angezeigt bekommt. Aber man sieht hier schon E-Mail-Adresse und so weiter. Jetzt sehen wir hier unten schon den kleinen Knopf auf Slack anschreiben. Das bezieht sich auf einen Messenger, den wir hier benutzen. Der heißt eben Slack. Und darüber kann man sich eben mit über alle möglichen Themen unterhalten. Und es wäre natürlich praktisch, wenn man diesen Teilnehmer, den man so interessant findet und gerade gescannt hat, direkt anschreiben kann. Und um das zu demonstrieren, werde ich mal eben ein anderes Handy herausholen. Da sehen wir letztendlich, den Code werde ich natürlich gleich ändern, da sehen wir letztendlich die gleiche App und können auch hier nochmal die Denise scannen. Da haben wir sie gleich hoffentlich, genau, und dann klicke ich einmal auf diesen Knopf, auf Slack anschreiben und dann öffnet sich hoffentlich gleich die Denise direkt auf Slack. Und hier könnte ich ihr meinetwegen jetzt eine Nachricht schreiben, wie hast du Interesse an unserem Projekt mitzuarbeiten, was jetzt bei einem Organisator vielleicht nicht so viel Sinn macht. Aber wir können ja mal vielleicht den Peter scannen, wenn es funktioniert. Da haben wir ihn, obwohl er unten gerade kurz fehlgeschlagen stand, aber das hat man bestimmt ignoriert. Und auch den finden wir schnell auf Slack. Also das funktioniert dann sehr schön und ist auch wirklich praktisch. Das war's von der Android-App und jetzt machen die iOS-Leute weiter.
Ja, also bei der iOS-Entwicklung waren wir nur zu zweit. Und dann haben wir uns entschieden, das Ganze aufzuteilen, sodass sich Felix darum kümmert, ein Bild, das ihm gegeben wird, zu verarbeiten und mit OCR, also Textverarbeitung, dann als Wort auszugeben, sodass wir dann auf die Technik des Backends zugreifen können. Und ich war dafür zuständig, dass man das Ganze, dass die Kamera 60 Mal pro Sekunde, 60 Mal pro Minute ein Bild aufnimmt und dann so umformt, dass die Technik von Felix das Ganze weiterverarbeiten kann. Da war nur die Sache, dass wir dann nach einem Tag ungefähr waren wir fertig und heute Nacht wollten wir die beiden Sachen dann endlich zusammenfügen, weil wir ziemlich zeitgleich fertig geworden sind. Und dann fügen wir es zusammen und wir sehen, ich habe für iOS 11 programmiert und er für iOS 10. So. Und das Problem ist, dass sich das Ganze wirklich nicht zusammenfügen lässt. Und iOS 11, da habe ich ARKit benutzt. Dazu wird euch Felix gleich auch noch mehr erzählen. Und er hat etwas verwendet, das noch nicht aktualisiert wurde. Also in 3 Wochen vielleicht funktioniert das Ganze. Und und jetzt möchten wir euch aber zeigen, was ich integriert habe bei dem 60 Mal pro Minute etwas aufnehmen. Da haben wir ein Gimmick eingebaut, um uns von Android abzuheben. Dass wir jetzt das, was die können, überhaupt nicht können, war nicht so geplant, aber wir können euch schon mal das Gimmick demonstrieren. Also wie gerade schon gesagt, wir haben das Apple ARKit eingebaut und die meisten fragen sich bestimmt, ja, wofür steht ARKit? Also AR heißt Augmented Reality, was zu Deutsch bedeutet erweiterte Realität, und es geht darum, dass wir in der normalen Welt mit dem Handy virtuelle Objekte überall einfügen können, zum Beispiel auf den Gang oder auf den Stuhl. Und in der Demo wird das jetzt gleich demonstriert. Und ja, das haben wir halt gemacht, weil unsere App nicht so gut funktioniert hat, weil wir die verschiedenen Versionen benutzt haben. Aber so, jetzt kommt hier die Demo. Und ja, okay, jetzt kann er hier durch die richtige Welt mit seiner Kamera gehen und dann virtuell Objekte platzieren. Und wir haben jetzt das Jugendhackt. Was? Oh. Kommt gleich wieder. Ja. Und zusätzlich können wir, wenn wir das ins Hochformat drehen, auch damit auch bei zukünftigen Jugendhacks alle Leute mal Fotos mit Alpakas machen können, machen wir das Ganze so, dass wenn es sich ins Hochformat umdreht, ändert sich noch ein bisschen was. Würde ich sagen, muss ich hier. So, und jetzt macht man ein Foto. Und jetzt kann ich dieses Foto hier benutzen und in unseren Slack-Channel senden. Ja, und da wir jetzt die restliche Funktion noch nicht haben, heißt unsere App erstmal Alpaca AR. So, Alpaca AR. So. Ja, also Sie haben gehört, sehr viel Funktionalität von allen Apps zusammen, vor allem mit der Android-App gibt es sehr viel Kommunikation zwischen dem Server und dem Klienten, und dafür braucht man natürlich einen Server, der das Ganze regelt, die ganze Kommunikation. Und ja, was braucht ein Server? Er sollte erstens mal schnell sein. Und er sollte zuverlässig sein und er sollte sicher sein. Und das haben wir alles mit sehr verschiedenen Technologien, die aber gut zusammenpassen, bewirkt. Schnell sein. Gehört alles dazu. Volle Absicht. Genau, also der Server regelt natürlich, wie da steht, das Empfangen der Daten und das Abspeichern der Daten und
Nochmal zu dem Schnellsein, das schafft er innerhalb von 0, Millisekunden über WLAN, was natürlich etwas langsamer ist. Genau, zum Punkt sicher jetzt nicht im Bezug auf, ihre Daten können nicht geklaut werden, das können sie nämlich, aber sicher im Bezug auf, es wird nicht abstürzen und das tut's halt nicht. Wie Sie ja wahrscheinlich auch gesehen haben. Ja, genau, die Demos liefen ganz gut. Ja, also zu einem guten Backend gehört natürlich auch das schöne Frontend, wie zum Beispiel auch diese PowerPoint-Präsentation. Schön die Bildchen, übrigens alle von unseren Designern kommen, die wir im Team hatten, die ein bisschen designt hatten. Ich würde mal bitten, dafür auch einen Applaus für die schönen Bilder. Genau, und ich glaube, zum Frontend kann der Tobias noch ein bisschen was sagen, was er dort alles eingebaut hat. Ja, genau. Denn es fehlt natürlich noch der Desktop, damit man es nicht nur auf Mobilgeräten benutzen kann. Und deswegen gibt es natürlich auch eine Website. Und auf der kann man erstmal nach Personen suchen und dann auf der Website auch ein Profil dazu finden. Suchen kann man zum Beispiel nach den Skills, also wenn ich jemanden suche, der eine bestimmte Sprache kann, kann ich das machen. Oder ich kann auch direkt nach einer Person suchen. Und am Ende kann ich das dann auch noch in eine virtuelle Visitenkarte exportieren, die ich dann in mein Handy-Adressbuch zum Beispiel importieren könnte. Ja, dann sage ich mal Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben einiges mitgenommen und haben es auch relativ gut verstanden. Wir haben es versucht, so gut wie möglich zu erklären. Auch für Leute, die vielleicht nicht so mit PCs schon vertraut sind. Und ja, Dankeschön.